Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind hier bei der ersten Anlieferung an diesem Tag, hoffe ich. Es sei denn, es hat zwischendrin noch einer sich entleert. Er fährt nur ein bisschen langsam an meiner Stelle, der könnte ein bisschen flotter fahren. Ich weiß nicht, warum er nur so langsam fährt. Aber jetzt wahrscheinlich hat er irgendeinen Trigger erkannt. So, weil da schreit ein Ideal, der möchte abgetankt werden. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Du? Hast dich doch bestimmt schon, bist doch bestimmt schon einmal sich leer gemacht. Warum fährt er jetzt den Drescher hinterher? Er ist fast voll, aber das haut nicht hin, oder? Obwohl, er fährt zurück. Ja doch, das passt. Das passt. Ach, jetzt macht er gerade Licht aus. So, hier wird aber, der dürfte auch voll sein, weil der Drescher ist nie leer. Der müsste ein bisschen warten. So, hier sind wir bei der Tabakgeschichte. Es müsste also der sein, der voll ist. Gut, hier haben wir die Fruchtumfahrung angemacht. Wo ist der Drescher? Schauen wir mal auf die Karte. Ach, der muss nur einmal rum. Ja, vielleicht stand er an der falschen Position. Dann kann es schon mal passieren mit Fruchtumfahrung, dass er einmal um das ganze Feld fährt, um dann passend hinter dem Drescher zu kommen. So, wir haben jetzt Feld 8 in Arbeit, wir haben Feld 9 in Arbeit und wir haben Feld 13 in Arbeit. So, Feld 1 noch nicht, aber Feld 2 und die Wiesen sind auch erntereif, aber ich würde mich erstmal drauf gehen, hier die Felder abzuernten. Was haben wir auf Feld 2? Roggen? Ja, Roggen. Gut. Weil wir haben ja noch einen Drescher. War das jetzt Feld 8? Du musst dich noch entleeren. Wo bist du denn jetzt gerade? Ach, der ist hinten rausgefahren, quasi ja über den Pferdehof, den es da gibt. Den schon mal an.
Chips. Einmal umschalten. Den nächsten Drescher hier rausfahren. Ich hoffe, der steht jetzt erstmal hier nicht im Weg. Der kommt gleich. Dann machen wir ihn von außen auf. Die sind auch schon wieder offen. Klar. Dann sagen wir dich, du sollst zu Feld 2. Ne, nicht 3. 2. Und wir können dann den Abfahrer so weit fertig machen, dass der den Anhänger bekommt. Feld 2 ist ja gleich hier hinter. Da können wir eben rumlaufen. Können wir hier auch schon mal alles einstellen. Drescher abfahren von Feld 2. Hauptlager Eingang. Ja, der ist gerade angekommen, super. Wo war denn jetzt der? Die Brücke hier rüber, genau. Schneidweg mal abkoppeln. Nee. Kriegen wir den so rein? Ja, passt gerade so. Hinter uns noch der nächste Tabak, aber die kleinen Felder machen wir, wenn es ein bisschen heller ist. Wir fahren hier mal drauf. Und sagen jetzt Kurs generieren, Feld 2. Zwei Vorgewände scharf. Im Uhrzeigersinn 13,5. Aktuelle Position ist auch okay. Kurs generieren. Abfahrer einstellen. Sollte kein Bahnversatz haben. Okay. Dann sind wir auf Feld 2 auch schon dran. Dann können wir hier den Abfahrer auch losschicken. Fahren wir nochmal hier aus der Halle raus.
und setzen ihn auf Kurs. Hier dürfte nichts im Weg sein mehr. Oh, hier ist mal Kompost auf der Straße. Dann, wie gesagt, ab und zu läuft es da. Hier sind wir. Hier ist nochmal Hackschnitzel, also das hat auch geklappt. Flüssigdünger, ja, Flüssigdünger scheint auch zu laufen. Werden wir auch verkaufen gehen. Aber hier hat doch was nicht geklappt. Abfahrer entlassen. Stand er doch im Weg. Machen wir das Rohr weg. Einstellen. Ach, das nicht. Abfahrer einstellen, so geht's. Wollen wir die Linien auch mal ausmachen? Der müsste aber noch, ja. Das ist nicht gut. Der ist genau hier an der Ecke hängen geblieben. Gerade noch um eine Kurve gekommen, gut. Der ist auch, wird auch leer gemacht. Das ist, dann bekommen wir die Meldung auch weg. Was ist hier? Der ist noch am Fahren, da dürfte keine Meldung sein. Hackschnitzel. Flüssigdünger wird angeliefert. So, der läuft. Der Tawakaini ist auch unterwegs. Ja, ich weiß nicht, muss man hier mal schauen. Der Tabak, der wurde ja gerade. Der kommt jetzt hier, der wird also verarztet. Hier passiert nichts, weil er da nicht. Da müssen wir, glaube ich, selber fahren. Das ist Feld 2, ne? Da weiß ich auch nicht, wie er sich das gedacht hat. Wir machen es mal so. Jetzt fährt er sogar noch weiter. Was noch schlimmer ist. Obwohl, was machen wir, wenn er drauf sitzt? Er will wieder zu Feld 2. Fährst du auch nochmal vor? Hallo? Wie weit willst du denn noch zurück?
Jetzt fährt er vor. Jetzt müssen wir einmal gleich komplett leer machen lassen. Hier ist es schon auch schon so. Geht es hier abwärts, dass er gar nicht überlädt. So jetzt. Oder auch nicht. Wir stellen uns jetzt mal so hin und hoffen, dass wir da gleich noch wegkommen. Können wir noch ein Stück zurückfahren. So, jetzt können wir den einmal und er will wieder zu Feld 2, soll er. So, jetzt haben wir noch einen hier. Ach, der muss aufgetankt werden. Okay, da hätten wir vielleicht vorher dran denken müssen. Aber wie gesagt, der hat noch fast 200 Liter. Das ist, dürfte Feld 2 sein. Das kriegt er noch hin. Das kriegt er hin. So, hier haben wir erst einmal Flüssigdünger eingelagert. Ich würde mal verkaufen 17. Bestätigen. So, dann sehen wir jetzt immer 2700 kriegen wir Flüssigdünger. Wir haben noch mal hier Pflanzenschutz, was wir verkaufen können. 18.000 bestätigen. So, und jetzt haben wir auch wieder 700.000. Jetzt können wir wenigstens schon mal vom Kredit ein bisschen zurückzahlen. Die Hälfte schon mal, würde ich sagen. Es kommt ja auch noch ein bisschen was rein. Wir haben ja noch Kompost zum Verkaufen. So. So, dann haben wir noch 600.000 und du kannst ruhig mehrmals fahren. Ein bisschen was kann zwischenzeitlich ja auch noch produziert werden. Ja, das ist auch eine Eigenart. Der füllt jetzt nicht hier rein. Hinten steht schon der LKW für Hackschnitzel. Und das waren schon Hackschnitzel. Der füllt. Ich weiß nicht, ob es. Jetzt nicht mehr. Bist du schon voll? Ne. Aber vielleicht ist ja auch nichts mehr drin. Das könnten wir jetzt auch noch mal gucken. Ja, alles hat Schnitzel raus. Gut, dann sollst du weiterfahren. Und Zellstoff.
Das passt noch, dass er den Weg findet. Gut, der eine hat ihn gerade nicht gefunden. So, der macht sich aber jetzt auch auf den Weg. Und hier steht wieder was im Weg. Wir müssen nun mal hier die Einstellung überprüfen. Dann machen wir hier auch mal anwenden. Dann passiert das nämlich nicht. Was jetzt hier war, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, ich sehe nicht viel mehr als ihr. Jetzt komme ich hier noch niemals von los. Entlassen. Ist der Feld 13 denn schon fertig? Nein. Der ist wahrscheinlich gerade wieder am Ende gewesen. Ach so, rum fährt er. Gut. Abfahrer einstellen. Heute klappt es aber irgendwie gar nicht. Hier sind wir jetzt zu weit weg. Ich glaube, der hat noch ein bisschen angetitscht, kann das sein? Eigentlich fährt er zu dicht auf, also wie weit? Ob der noch bis zum Ende kommt, könnte sein. Weiß nicht, wie weit, ob er bis 100 fährt oder bis 95. Aber genau dann haben wir wieder die Geschichte, dass er immer auf der Ecke sich ausleeren will. Aber diesmal scheint es zu funktionieren.
So. Dann laden wir auch hier mal selber über. Viel geht ja eh nicht mehr rein. Was ist hier los? Nee, momentan klappt es irgendwie nicht. Ich glaube, dass die Felder sind hier durch die Gräben bedingt, dass der nicht vernünftig ranfährt. Er war auch wieder zu dicht aufgefahren. Das würde dann bewirken, dass er dann einmal rumfährt. Aber hier konnte er noch nicht einmal rum, weil wir ja immer noch beim Vorgewende sind. Wo sind wir denn da? Das wird nicht hinhauen. Der will nämlich wieder nach dem Punkt F2, also Feld 2. Jetzt fährt er uns durch den Graben. Und vor dem Baum, ja, klasse. Dann können wir den auch gleich hier nochmal neu starten. So, und der hat sein Häckselgut hier abgeliefert. Er kann auch erstmal Pause machen. Flüssiggenerator wird weiter angeliefert. Ich weiß nicht, warum. Warum? Warum willst du nicht abtanken? Feld 8. Dann machen wir es selber.
damit wenigstens ein Drescher wieder fährt. Ich hoffe, er wird komplett leer. Ja. Der sollte jetzt auch langsam mal abfahren. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir nicht. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.